Willkommen zurück zu Breath of the Wild. Heute besuchen wir Impa. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Nö. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Mhm. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging, da standest du an der Schwelle zum Tod. Telles letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbühnen, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Ja, ich bin entschlossen. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Natürlich. Sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Mach mal. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor
und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Vor 100 Jahren ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir diese folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Die vier Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shikar. Wir wurden von den vier Recken... Entschuldigung. Die wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goronen steuerte den Titanen war Rudania. Revali von den Oni kontrollierte war Medo. Der Titan von Mifa, der Zora, nannte sich war Ruta. Und Urbosa von den Gerudo steuerte war Naboris. Ohne die Macht der vier Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Und da sind die vier Titanen. Das Licht des Shikar-Steins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Doch, dein Shikar-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du ihn im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Hateno? Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Zeldas Vermächtnis, neuer Zielpunkt. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinen Herzen und erfülle dein Schicksal. Dieses Juwel bewahrt unseren Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es so einfach berühren. Okay. Das scheint Payas Tagebuch zu sein. Es sieht noch neu und kaum gebraucht aus. Lesen. Vor 100 Jahren wollten die Großmutter Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen. Also schicken sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf, so hat die Großmutter es mir erzählt. Der Mann dieses Ritters war Link. Hat der Name des Ritters, nicht der Mann dieses Ritters. Bis zum heutigen Tage wartet die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er recht bald zu uns zurückkomme, für Hyrule und für die Großmutter. Ja, durch ein anderes Let's Play habe ich so mitgekriegt, dieses Tagebuch soll sich wohl immer wieder weiter vervollständigen, wenn man mit ihr redet. Link, wie geht es euch? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich? Ihr wollt etwas über mich wissen? Also, mein Name ist Paya. Ich habe ein Muttermal in Form eines Papaya-Samens, deshalb habe ich den Namen Paya erhalten. Und wo ist dieses Samen? Ja, also, das Link. Lass es doch darauf beruhen. Irgendwann werde ich eure Frage beantworten, aber bitte, gebt mir ein wenig Zeit. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, an mich heranzutreten. Okay. Dieses Dorf. Unser Stamm, die Shikar. Wir sind ein Geheimbund, der stets im Dienste des Königshauses von Hyrule stand. Doch vor 100 Jahren wurde die Königsfamilie durch die große Verheerung ausgelöscht. Unser Stamm verstreute sich darauf in alle Winde. Leider gibt es nicht wenige, die Ganon die Treue geschworen haben. Sie nennen sich Jäger und ermorden alle, die es wagen, sich gegen Ganon zu stellen. Aha. Seid ihr wach, seid Link, seid ihr ihnen natürlich ein Dorn im Auge. Woher wisst ihr überhaupt, dass ich erwacht bin? Aber wegen den Türmen. Und den Schreien. Die werden auch von den
schändlichsten Methoden nicht zurückschrecken, um euch umzubringen. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie unterstützen. Mhm. Gotura, die große Fee. Jetzt wissen nur noch wenige, dass sie existiert, aber dieses Dorf entstand ursprünglich unter ihrem Schutz. Goturas Magie kann nicht beschützen. Es kann nicht schaden, sie einmal aufzusuchen. Die große Fee lebt hinter dem Schrein dieses Dorfes. Sie wird euch sicher helfen. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht. Dann werde ich doch mal die große Fee besuchen, würde ich sagen. Ich wünsche euch viel Glück. Muss ich einmal gucken. Ich musste, glaube ich, da oben entlang, ne? Ja! Ja, ich will jetzt keine Kleider kaufen. Eigentlich nur hier sein, ne? So, oh, jetzt ist es weg. Wir sind Feen. Okay, wenn du all deine Energie verlierst, helfen fehlt von selbst all deine Heilen. Meine Güte, ich hab's heute mit dem Vorlesen. All deine Wunden, anders als Glühwürmchen, leuchten fehlen auch am Tag. Nein, das ist noch eine Fee. Okay, die fliegt auf jeden Fall weg, wenn man angetrampelt kommt. Prinzessin Enzia. Diese soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Ja, gut. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Aber gerne. Ich bin die große Fee Kutura. Ihr war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100 Rubine. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib mir sie. Schnell! Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 100 Rubine. Ja, bitteschön. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft! Die kehrt zurück! Für ein Gefühl, nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich erkenntlich zeigen kann. Ach, ich weiß, ich könnte seine Kleidung verstärken. Ich brauche nur das passende Material, das Verstärkung selbst. Oh Gott. Achso, das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ah. Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Eule Bock mit dem Hörner. Ja. Ah. Und los. Und 3 auf 5. Und fertig, damit bist du jetzt ein klein wenig stärker als zuvor. Ein Bonus, doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Soll ich noch andere Kleidung für dich verstecken? Ja. Ich hätte dann noch die Hose.
auch von 3 auf 5. Und das Gefühl der Kapuze. Auch von 3 auf 5. Besser Dinge kann ich nicht verstärken. Und fertig. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch andere Kleidung verstärken, aber das scheint im Moment nicht möglich zu sein. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast oder wenn du meine Schwestern geholfen hast. Ich bin jetzt Schwestern. Bis später. Gibt noch mehr Fehler, also. Okay. Das nehme ich, das war alles halt 5 hat als Stärke. Da gibt's. Schöne Melodie auf jeden Fall. Akamiko. Hat irgendwer jetzt eine Quest für mich? Kleine, oh ja, die Kleine hier. Heute gibt's Sportgemüsecremesuppe. Die ist sehr nahrhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Einfach Sportkarotte, Steinsalz und frische Milch in einem Topf etwas kochen lassen und fertig. Oh nein! Keine Sportkarotten mehr da. Ich habe Prico doch heute Sportgemüsecremesuppe versprochen. Ich hole die welche. Ich danke dir, ich brauche auch nur eine Sportkarotte. Ich warte hier auf dich. Außer wenn es dunkel wird, dann gehe ich nach Hause. Halt! Was ist das? Ich rieche Sportkarotten. Ja, ich hatte schon eine. Eine Sportkarotte. Danke, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich Frico kochen. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ich muss sagen, das ist mir wirklich gelungen. Hier, bitte, dein Anteil. Brot-Gemüsecremesuppe. Mach dich schneller, Level 1. Man kann die Süße des Gemüses noch schmecken. Der reiche Geschmack kommt vom langen Köcheln. Ich werde weiterkochen, bis ich eine so gute Köche bin wie Mutter. Das könnte ich noch machen. Ah, einen Butterapfel, wie Mutter ihn mir gemacht hat. Einen Prikos absoluten Leibgerichten. Dafür bräuchte ich einen Apfel und Ziegenbutter? Oh nein! Ist die Ziegenbutter ausgegangen? Ich bin eine schlechte Tochter und mache alles falsch. Ich werde nie wie Mutter. Das ist auch kein guter Lügner. Entschuldigung. Ich dachte, als hier. Eine Ziegenbutter reicht. Wie kann man nur Butterapfel machen wollen und, wenn die und dann die Ziegenbutter vergessen? Wäre einfach nicht richtig, weil ich bin eine Enttäuschung für meine Mutter. Och Mann, ist leider nicht so negativ. Ist das etwa Ziegenbutter? Ist die für mich? Wirklich? Vielen Dank. Einen Augenblick. Riecht das lecker. Ein Hauch von Butter zusammen mit der Süße des Apfels. Köstlich. Wenn du auch was möchtest, bitte sehr. Das Backen der Äpfel macht sie noch süßer. Abgerundet wird das Ganze dann von einer Schicht Ziegenbutter. Ich werde mein Bestes geben und eine bessere Köchin werden. Hast du noch was? Oh, ich mache Vaters Lieblingsessen. Abwehrfleischkürbis. Das gibt eine ordentliche Energie. Mal sehen, dafür brauche ich etwas Rüstungskürbis und natürlich Wild. Moment mal, Wild? Oh! Ich habe gar kein Wild. Ich könnte andere Fleisch nehmen, aber ohne Wild ist es nicht so, wie Mutter es immer gemacht hat. Das ist Vater einfach auf die Jagd und hat uns Wild gebracht. Aber jetzt arbeitet er gerade. Warum mach... Vielleicht ist es besser. Ich hab Wild. Nicht richtig? Wild! Hast du das für mich besorgt? Vielen Dank. Bitte warte noch einen Moment. Alter, was ist mit meiner Stimme los?
Riecht das gut. Das saftige Fleisch passt wunderbar zur Süße des Kürbisses. Bedienen Sie sich ruhig. Abwehrfleischkürbis. Erhöht dir eine Abwehr Level 1. Eine Spezialität aus Kakariko, bei der ein Rüstungskürbis ausgehöhlt und mit Fleisch gefüllt wird. Ich werde mein Bestes geben, um eine bessere Köchin zu werden. Hast du noch was für mich? Aha! Honigapfel, der hat Mutter immer so gern gegessen. Er gibt im Mund einfach köstlich. Brauche ich? Mal überlegen. Ausdauer, Honig und einen Apfel. Ja, den Honig habe ich in der Tasche. Der Ausdauerhonig ist leer. Die Bienen greifen an, sobald man sich in den Stock nähert. Das ist viel zu gefährlich für mich. Ich wollte etwas kochen, worüber Mutter sich freut, wenn sie mich sieht. Weil ich kann einfach nichts richtig machen. Hier, bitteschön. Sag bloß. Ausdauerhonig. Vielen Dank. Einen Moment, bitte. Gut, also ich hatte nur die Ziegenbutter nicht. Den Rest hatte ich ja halt alles in der Tasche schon. Ich habe ein schwarzes Bild. Das weckt Erinnerungen. Wenn ich Fieber hatte, hat Mutter das immer für mich gemacht. Selbst in die Curry hat sie das für mich reingetan. Oh, Mutter. Ich werde mein Bestes geben und noch besser werden. Ich verspreche es. Ich kann jetzt kochen wie Mutter. So wird es sie immer bei mir sein. Oh, anscheinend lebt sie nicht mehr. Und das verdanke ich nur dir. Bitte nimm das hier. Ausdauer-Honigapfel. Füllt die Ausdauer auf. Der vollreife Apfel und der Bienenhonig geben eine längst überfällige Allianz ein und erschafft ein süß-saures Meisterwerk. Ach, du bist es. Ich habe beschlossen, Köchin zu werden und alle mit meinem Essen glücklich zu machen. Bis jetzt habe ich nur noch Mutters Rezepten gekocht. Ich muss mir eigene Rezepte einfallen lassen. Das ist ganz schön schwierig. Eine Quest jetzt für mich. Ja. Ein Kunde, welch seltener Anblick. Hier gibt es kaum noch junge Leute, die sich für Bogenschießen interessieren. Meine Pfeile sind Ladenhüter. Freut mich, ein junger Mann zu sein, der sich für Bogenschießen interessiert. Sieht dich um. Du will die Quest machen. Das versuchen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss.